Hier ist Fat Fred von Fatspielen.de mit Fat City und Sim City. Und wir schauen mal, was wir dieses Mal machen. Das letzte Mal haben wir ja den sozialen Wohnungsbau in der Südstadt auf Vordermann gebracht. Wir haben hier ein schönes Wohnviertel erschaffen, welches mit erschwinglichen Mieten und einem trotzdem attraktiven Wohnraum ein schönes Wohnerlebnis bietet. Und heute werden wir uns mal um andere Ufer kümmern. Ja, wir werden das Ostufer besiedeln und werden hier von dieser Südstadt ausgehend die erste Straßenverbindung zwischen dem West- und dem Ostufer und eine Schienenverbindung gleich mit bauen. Und dann werden wir hier mal diese neuen Gegenden erschließen. So, was machen wir denn hier? Haben wir erstmal genügend Straßen und Schienen am Start. Mit der rechten Maustaste könnt ihr übrigens auch gleich das wegmachen, was ihr mit der linken Maustaste gebaut habt. Mal ein kleiner Tipp für zwischendurch, was die Usability anbelangt. So, die Straße ist gebaut und jetzt könnt ihr übrigens schon sehen, das finde ich übrigens auch ganz, ganz interessant, ihr könnt jetzt schon die Wohnungswerte hier, Land Value, das könnt ihr jetzt hier sehen, die Grundstückswerte. Und wie ihr seht, ist hier schon, es ist hier schon sehr, sehr hell, sehr weiß und schraffiert. Das heißt, dass wenn ihr hier baut, dass ihr auch wahrscheinlich, wenn ihr dann irgendwelche Häuser baut, dann dementsprechend auch diesen Grundstückswert bekommen würdet. Das heißt, hier bietet es sich eigentlich an, hier gleich ein Industriegebiet hinzusetzen, da man sowieso keine großen Villen hier an den Start bringen kann. Also machen wir das doch gleich. Bauen hier mal ein riesiges Industriegebiet. Stampfen wir das aus dem Boden. Zack, zack, zack. Gleich nochmal die Straße drumherum. Und auch hier brauchen wir Strom. Das heißt, ich werde jetzt neben den Schienen und den Straßen auch eine große Überlandleitung zwischen den beiden Ufern bauen. So, jetzt haben wir alles. Und können jetzt hier ein Industriegebiet bauen. So, Industrie ist gar nicht gefragt. Ihr seht es hier, da sehen wir nur R und C. Sind die beiden Balken, die nach oben gehen. Das heißt, das wird auch wahrscheinlich erst hier besiedelt werden, sobald wir auch hier uns darum gekümmert haben, weiter die Uferregionen mit Wohnungen zuzupflastern. Machen wir jetzt auch. Und jetzt machen wir es mal nicht in der Blockweise, sondern bauen alle Wohnhäuser so nah wie möglich ans Wasser und die Straßen dahinterher. Ist ja auch mal was Schönes. So, ich muss übrigens echt den Speed wieder aufsetzen. Das macht mich hier ganz kirre, wenn das auf slow läuft. Ich spiele eigentlich immer auf fastest, damit es immer ganz, ganz schnell zack, zack, zack und Schlag auf Schlag geht. So, ihr seht hier, obwohl die Wohnungen am Wasser sind, sind sie trotzdem sehr günstig. Man sieht hier nur wenige mit Pool, das heißt vom Grundstückswert her, genau, das ist auch sehr moderat, muss man sagen. Übrigens, apropos Land Value, seht ihr hier, wie sich das Weiße so reinfrisst hier oben rein. Da müssen wir aufpassen, dass uns hier nach und nach nicht unsere schöne Bankengegend und unsere schöne Wohngegend hier zerfällt. Vielleicht sollte ich hier auch schon mal vorsichtshalber so ein kleines kleine Parkanlage als Puffer bauen. Das hebt den Grundstückswert nochmal und sorgt auch dafür, dass hier zwischen Industriegebiet und dem Banken- bzw. Wohnviertel nochmal ein bisschen Raum bleibt. Mal gucken, ob das was geändert hat. Ja, so ein bisschen, aber auch nicht so viel. Ne? Hier oben, da, in der Ecke, an dieser Kreuzung, da sieht es ganz, ganz schlecht aus. Durch den Verkehr wird da der Grundstückswert auch nochmal gesenkt. So, egal, wir machen hier unten erstmal weiter. Heute ist das Thema ja, dass wir uns ans andere Ufer begeben. Und deswegen wollen wir doch auch mal hier gleich dann dementsprechend unsere Einkaufsmeile an den Start bringen. So, schön über die öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar. Da braucht man, hat man keinen Stress mit Parkplatzsuche, aber trotzdem könnte man auch hier natürlich auch eine kleine Straßenverbindung dahin bauen. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Und das kommt auch nicht ganz so gut an. Wir sehen bisher nur eine Tankstelle, aber hier kommt auch gleich ein Supermarkt hinterher. So, was machen wir hier weiter? Wir könnten auch hier so immer an dem Wasser lang uns schöne Häuser bauen. Das ist doch auch mal eine schöne Wohngegend, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir dann nur noch eine Straße. Und die fährt hier gleich sofort rein. So. Zack, 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 das machen wir dann auch gleich weg. Und wie ihr seht, da sind es schon sehr, sehr schöne Häuser, die hier angesiedelt werden. Das heißt, da können wir auch davon ausgehen, dass wir es hier gleich mit Villen zu tun haben. So, den Park lasse ich ein bisschen, der sieht schließlich so schön aus. Und da sind ja auch schon Villen in guter Nachbarschaft, wie wir sehen. Aber dann würde ich gleich auch mal hier weiterbauen. So, zack, zack, zack. Auch hier zwei, drei Villen am Start, hoffe ich mal, weil gucken, was da gleich kommt. Aber der Verkehr. Der Verkehr könnte uns hier einen Strich durch die Rechnung machen. Ihr seht das hier, die ganzen Autos, die hier fahren. Das könnte tatsächlich noch ein bisschen eng werden. Hier ist auf jeden Fall erstmal ein Krankenhaus, welches wieder einreißen. Die Kirche auch einreißen, die bringt euch hier in dem Spiel jedenfalls nichts. Kein Seelenheil.
und sonstiges. Okay, wie sieht es aus? Oh ja, sehr, sehr schön. Tiefrot, das wird ja eine Villengegend bleiben, würde ich mal sagen. Hier diese Insel, beziehungsweise diese Halbinsel, die wir hier haben. Sehr, sehr schön. Wie sieht es eigentlich mit der Kriminalität aus? Oha! Besonders im Industriegebiet wird einiges versaut. Wahrscheinlich wieder ein nächster Lebensmittelskandal hier in den Pferdefleischmühlen unserer landwirtschaftlichen Fabriken hier. Aber wollen wir schauen, dass wir hier das Ganze noch unterbinden können mit der ein oder anderen Polizeiwache. So, die habe ich jetzt gebaut. Und das nächste auch. Kein Skandal in Fat City. So, nächste Straße. Und Strom. So, wie sieht's aus hier? Ja, diese Bankgebäude sind eher so ein bisschen durchwachsen. Oh, hier haben wir einen schönen Bürotower und da werden Villen entstehen. Hier hält man sich noch zurück. Der Verkehr ist ja wirklich sehr, sehr krass. Also ihr seht es, all die Leute, die hier wohnen, fahren hier mit dem Auto offensichtlich weiter Richtung Süden zum Bankenviertel oder zur Einkaufsmeile und zur Industrie. Auf jeden Fall ist da eine Menge Verkehr. Ihr könnt auch hier auf das Auto klicken, dann seht ihr auch einfach mal eine Übersicht, wo hier wie viel Verkehr herrscht. Rot ist mal wieder stark und hier seht es auch hier, diese Inselverbindung, sehr, sehr viel Verkehr. Dort sehr, sehr viel Verkehr zwischen dem Wohngebiet und dem Industriegebiet, so wie wir es hier auch haben. Zwischen Wohn- und Industriegebieten ist immer am meisten Verkehr, ist ganz klar. Das sind natürlich die Pendler, die dann immer zum Arbeiten hinfahren. Und da müsst ihr natürlich auch schauen, dass ihr auch gerade da dort auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufwarten könnt, um das so ein bisschen abzumindern. So, wie auch immer, wir kümmern uns weiter ums andere Ufer und werden hier auch da das Ganze zupflastern mit neuen Wohnblöcken. So, auch da gibt es eine Straße, die ich einmal hier entlang laufen lasse. Zack, zack, Strom brauchen wir auch noch und die Küstenregion wollen wir noch mal ein bisschen mit ein, zwei Parkfeldern verschönern. So, hier vielleicht auch noch mal zwischendurch was zum Einkaufen. Und wie ihr seht, der Grundstückswert neigt sich hier schon wieder aus oberer Sicht dem Ende zu. Hier wird es schon wieder weiß, das heißt, hier wird es nicht mehr ganz, ganz so schön. Da müssen wir schauen, ob wir da nicht vielleicht auch wieder das nächste Industriegebiet rauf setzen, drauf ansetzen werden, aber das müssen wir dann mal sehen. So, auf jeden Fall C und R weiter noch ganz, ganz weit oben. Wir können natürlich auch jetzt hier diese Insel noch bewohnen oder wir bauen mal wieder einen kleinen Block gegen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Da könnten wir doch eigentlich auch noch was bauen hier in der Gegend, aber hier war auf jeden Fall erstmal ein Park, um wieder ein bisschen Puffer zu haben zwischen Industriegebiet und Wohngebiet. Aber hier können natürlich auch noch mal ein, zwei Einkaufshäuser ihren Platz finden. So, auch nochmal einen schönen Park dazu. Und dann sieht es ganz gut aus. Und auch hier können wir natürlich ein kleines soziales Wohnprojekt machen. Günstig, aber trotzdem gut, mit schöner Verkehrsanbindung und kurzen Wegen zum Einkaufen und Arbeiten. Also, wo ist unsere Schiene? Da ist unsere Schiene. Dann werde ich die gleich auch nochmal nach unten ziehen. Und hier mit etwas Abstand dann nach rechts ziehen und das Ganze auch nochmal mit der Straße machen und dann bauen wir hier nochmal ein kleines Wohngebiet. Ein paar Blocks, die hoffentlich auch gut ankommen werden. Schau mal. 1, 2, 3, 4. Ich mache jetzt einfach mal eine ganz große Reihe an Blocks und wir schauen mal, wer dort so einziehen möchte. So, Strom braucht ihr auch noch. Und mal gucken, was passiert. Oh ja, da sehen wir schon eher so ein paar, er wird eher so eine Art Trailerpark. Ja, ja, da ist Land Value, glaube ich, zu gering. Ihr seht es hier weiß, greinweiß und das ist tatsächlich dann zu wenig. Das ist dann so eine unvorteilhafte Wohngegend, dass niemand einziehen möchte. Und das kann es dann auch nicht sein. Mieten müssen zwar günstig sein, aber trotzdem muss die Wohngegend ja so attraktiv sein, dass auch wirklich Leute einziehen wollen. Und vielleicht können wir tatsächlich noch ein bisschen Attraktivität dazu gewinnen. Ich habe euch ja mal gesagt, die Leute möchten nicht gerne am Stadtrand wohnen. Das ist jetzt natürlich hier der absolute Stadtrand. Wenn ich vielleicht hier unten nochmal ein kleines Industriegebiet bauen würde, dass sie nicht ganz am Stadtrand sind, könnte ich vielleicht die Leute noch überzeugen, dass sie nicht am Arsch der Welt wohnen. Wir schauen mal. Bauen wir hier noch ein kleines Industriegebiet hin. Dann nochmal eine Schiene. Oha, das hat jetzt gar nicht geklappt. Jetzt aber. So. Nee, nee, keine Spielereien hier in der Schiene, sondern einfach mal schauen. Und dazwischen werden wir dann vielleicht nochmal einen kleinen Park bauen, damit die Leute dann auch noch ein Naherholungsgebiet haben, was natürlich auch den Grundstückswert nochmal deutlich anhebt. So.
Das ist alles gebaut. Hier ist auch schon ein bisschen Verkehr. Das heißt, die einen oder anderen fahren da schon zur Arbeit hin. So, und wir bauen mal den Park, den versprochenen. Hoffen wir mal, dass das ausreicht, damit die Leute dort einziehen wollen. Ist jetzt nicht die beste Gegend zwischen zwei Industriegebieten, aber immerhin beides mal abgetrennt durch einen Park, sodass trotzdem noch gute Luft da ist und die Verschmutzung und die gefühlte Nähe vielleicht doch noch etwas aufgehoben wird. Hier sehen wir schon, da wird schon ein bisschen dichter besiedelt, aber ansonsten gar nichts. Krass. Seht ihr das? Alles weiß. Ah, jetzt vielleicht durch den Park nochmal einen kleinen Schub bekommen. Aber gerade hier am rechten Rand ist eigentlich nichts mehr zu holen. Vielleicht können wir hier nochmal ein, zwei Einkaufsgebäude reinbauen. Commercial Zones. Damit die auch noch was zu machen haben. Aber das sieht schlecht aus. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Darum kümmern wir uns dann vielleicht ein andermal. Was aber passiert ist, ist, dass durch die Verschiebung des Stadtzentrums unsere Altstadt immens an Wert verloren hat. Ihr seht es hier, die schönen Gebäude haben hier schon, das ist übrigens der hässlichste Block, den und auch der niedrigste Block, den SimCity zu bieten hat. Ihr seht es hier, hier beginnt langsam die Altstadt zu bröckeln. Die schönen Bürogebäude, die wir hier haben, mussten jetzt allen hässlicheren Gebäuden oder beziehungsweise gar keinen Gebäuden weichen. Hier ist es so, dass wir hier einen sehr, sehr unansehnlichen Block hatten und hier beginnt das langsam wirklich sehr stark zu bröckeln. Unsere Altstadt verliert an Wert und das neue Zentrum der Stadt ist ganz, ganz klar hier unsere Villengegend rund ums Wasser herum. So sieht es aus in Fat City im Jahre 2043 und im nächsten Let's Play kümmern wir uns um das nächste Projekt. Euer Fat Fred von fatspielen.de.